Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. Und das könnte heute der nächste oder letzte Capo sein. Leutnant sein, der auf unserer Liste steht. Nämlich der gute Enzo Conti. Den sollen wir heute eliminieren. Dann sind wir da unten auch durch. Und dann fehlt es eigentlich nur noch das quasi letzte Familienmitglied des Marcano. Klar, und bevor es an den großen Drahtzieher geht. Der versucht der Mörder von Lincoln Clay. Dann sind wir bald auch durch mit dem Let's Play hier. So. Ach, erstmal zu Donovan gehen. Schade, das wäre so einfach gewesen. So, dann quatschen wir mit dem guten Donovan mal. Jo, was geht ab? Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, der Pell ist tot. Etwas spät dafür. Das ist die nächste Mission, die heute ansteht. Wie sollen wir denn zureden? Na, mal gucken, ob wir es heute hinkriegen. Oder wie weit wir es heute hinbekommen. Ich muss mal wieder einen neuen Sanikasten. Also muss ich mal wieder in diesen Diner rein. Wie gesagt, ich lasse die Waffe auch drei in der Tasche. Ich hoffe, dass sie erwünscht sind. Ja. Den lasse ich mal gerade ein bisschen außen vor, weil ich habe keinen Bock jetzt auf mehr Pets. Hier pinkelt gerade keiner. Wunderbar, dann nehmen wir das nämlich mit. So. Und dann gehen wir jetzt zu Enti. Enzo. Wie gesagt, das ist der letzte Leutnant oder Lieutenant, wie sie ja auch ausgesprochen werden, aber ich sage Leutnant. Das ist Jacke wie Hose. Das ist halt. Kommt doch selber hinaus. So, ja, 800 Meter Fußweg. Oh, ne, Fußweg. War auch Fußweg, aber wir haben Fahrweg vor allen Dingen. Wir wollen heute den vielleicht vorletzten Boss der ganzen Geschichte hier in den Kragen. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen. Hat er sich denn versteckt? Also, wie kann sein, dass wir gleich Hilfe holen werden? Aber ich glaube, der wird uns zwar was vorbereitet haben. Das ist nicht umsonst, Leute.
Wobei ich von Richie den Tod am coolsten fand, in Anführungszeichen, der einfach kurz mal an dem Riesenrad aufgeknüpft. Aber auch Tommy Marcano war. Ist er Tommy Marcano? Nee, Lou Marcano. Den fand ich ganz cool. Mit dem Schiff. Das war. Mit dem Kreuzfahrtschiff da oder dem Mississippi-Dampfer, wie auch immer. Mit dem Hochjagen. So. Fand ich auch ganz cool gemacht, auf jeden Fall. Wie gesagt, also sehr viel auf jeden Fall. Okay, wir sind schon in der Nähe von der Brücke. Also, es hat schon sehr coole Elemente gehabt in dieser Story. Muss man auf jeden Fall mal so weit anmerken. Aber jetzt konzentriere ich mich gerade komplett auf was anderes. Ich vermute, dass das nicht alles ist hier. Das wäre zu einfach, wenn er hier nicht 1000 von seinen Leuten rumhinlaufen hätte. Das wäre zu einfach. Da kommt was. Hundertprozentig kommt da was. Also wenn das alles ist, dass wir den nur angreifen müssen. Oder uns wegsnacken müssen. Bestimmt irgendeine Überraschung für uns parat und das kann es nur sein. Aber die Frage ist, was ist es? Wir werden es hoffentlich bald sehen. Oder der geht tatsächlich auf den Deal ein, der uns dem gleich vorgeschlagen wird. Wir haben den Typen auf unserer Seite. Auf unserer Seite. Moin. So, jetzt erwartet. Mal schauen, was uns erwartet. Das war zu einfach. Ups, das ist eine interessante Wendung. Nö. Und das ist der letzte Name, der fehlte. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Olivia Marcano, das ist die letzte junge Dame, der letzte Capo, der uns noch auf der Liste fehlte. Freunde von dir? So, wieder holen wir uns mal Besuch. Jemand muss diese Barclay Motherfucker killen. Und nicht weiterreden, bin schon unterwegs. Das Arschloch hat mich getroffen.
Der ist tot. Tot. Jawohl. Gut. Zwei Mann fehlen uns noch. Tot. Und es fehlt noch einer. Steinbruch Sprengladungen legen. Ich ziehe hier nicht einfach ab und überlasse das alles Sal. So. Und noch die Musik dabei im Hintergrund. Da ist der erste Haufen. Mach den Kram scharf, dann kümmern wir uns um den Rest. Du hattest recht mit den Sprengladungen. So ist das Leben im Steinbruch. Früher haben wir unsere Lümmel in den Boden gesteckt und versucht, das Gestein auszuvögeln. Aber das hat uns nichts eingebracht, außer Schramm am Sack. Gut, dann hauen wir ab. Oder habe ich ein Auto? Ich nehme ein Auto, komm. Wir fahren mit dem Auto. Keine Wetter wie mit dem... Kohle nehmen wir noch mit hier. Und dann fahren wir. Ja, da ist noch einer drin, oder was? Also, war jetzt egal. Ich muss hier mit der Karre mal raus, überhaupt. Ja, super, wir haben noch mehr Gegner, oder was? So. Dann scheinen wir wieder einige Feinde auf uns zu warten. Tot, jawohl. Gute Nacht, Kollege. Tanzen so. Ich bekomme noch Munition. Ich muss Munition erfinden. Verdammt! Er hat mich erwischt! Ja, wunderbar. Ich muss nur mich jetzt anders stellen. Tot. Keine Munition mehr. Ich muss nachladen. Wir arbeiten jetzt Step by Step hier durch. In die andere Seite. Wir haben einen Mann verloren. Ich gehe in Deckung. So, der letzte. So, fertig. Und Nummer 2. Alles gut bei dir? Aber sicher. Was soll denn sein? Ein paar von denen sollen für dich gearbeitet haben. Nur einige. So. Alle. Die Kohle nehmen wir mit.
Keine Sorge, ich will nur kurz eben. Ich suche mir Deckung. Hey! Ich bin genagelt! Ein guter Schüler warst. Ja, nein! Wir haben einen Mann verloren! Ja, nicht nur einer noch. So, der ist auch tot. Du weißt ja, dass nichts Persönliches nicht da. Einen Mann umzubringen. Persönlicher gibt es ja wohl kaum, du Schwanzlutscher! Ja. Oh! Schon raus, Enzo! Genau das gleiche habe ich auch schon meiner Mutter gesagt. So, der ist tot. Die werfen mit Granaten oder was auch immer da reingeht. So. Wir müssen hinter uns hoch, aber wir müssen jetzt erstmal kurz da. Hab ihn im Visier! Ja, hast du? Meinst du? Du bist tot. Kollege. So. Gib mir Feuerschutz, solange ich nachlade. So, ich nehme mir kurz die Munition mit auf an die Hand. Der ist auch tot. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass das tatsächlich so eine lange Mission ist. Uiuiui. Keine Munition mehr! Ich muss nachladen! Ich verpiss dich! Was für eine Scheißschießerei hier. Da ist noch einer. Du noch einer jetzt, oder was? Tot. Leck mich doch am Arsch! So. Ich geh in Deckung. So, lang genug hast du mich auf Trab gehalten, du Arschloch. Eigentlich da hochgehen. Ich fahre mit dem Auto hoch, wenn ich ehrlich bin. Jetzt sagt man nicht schon wieder, dass ich. Ja. Jetzt sagt man nicht, dass ich schon wieder reinigen wollte. Also eigentlich müssen wir da oben noch einen Teil holen. Ich hoffe, dass es nur drei sind. Haben wir schon mal alle down. Achso, hier waren wir schon. Warte mal. Ich muss eigentlich was anderes holen. Wo müssen wir denn da hin? Da ganz hoch, okay. Ja. Gute Frage, nächste Folge, wie komme ich da hoch? Gute Frage, nächste Frage. Gibt es hier hinten irgendwie einen Weg? Ich höre mal Motorengeräusche, das gefällt mir gerade gar nicht. Wo ist das denn jetzt?
Achso, da ist noch einer drin, ne? Was ist hier denn? Naja, egal. Scheiß was drauf. Aber irgendwie müssen wir da hochkommen. Okay. Warum auf einmal der auch auf alle irgendwas schießt? Aber irgendwie muss ich ja noch, muss ich doch da. Irgendwas muss ich denn da? Die ist offen. Alles klar. Hast du das in der Armee gelernt? Okay, wunderbar, dann sind wir doch richtig. Aber ich suche mir gerade noch schnell den Ersthilfekasten. Früher hätte ich da draußen an deiner Seite gekämpft. Oder du hättest gegen mich gekämpft. Das wäre nicht gut für dich gewesen, mein Sohn. Aber den letzten Teil sehen wir uns dann im nächsten Teil, im nächsten Part an. Entschuldigung.